Hilfe, Hilfe, bitte helfen Sie mir. Mein Mann atmet nicht mehr. Es hat sich angefühlt wie ein Albtraum. Nicht wie ein Traum, sondern wie ein Albtraum. Es war einfach alles nur dunkel und ruhig und mehr habe ich nicht empfunden. Ich hatte einfach Angst, dass da wirklich irgendein Mensch stirbt. Letzten Sommer, im Juni, war ich laufen hier an der Alster. Bin aber nicht ganz rumgekommen, denn ich hatte einen Herzinfarkt. Ein beeindruckender Fall, berührt einen tief und alle haben auch Gänsehaut. Hier war ein Moment, wo ich den Fahrer gesehen habe, klar, hier geht es um Leben und Tod. Ich habe einen Schock meines Lebens gehabt. Ich habe eigentlich nur noch funktioniert. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe einfach das gemacht, wie wir es gelernt haben. Wir waren irgendwie alle unter Schock. Ich habe noch nie vorher jemanden reanimiert. Ich habe einfach gemacht. Ich hatte unfassbares Glück. Ich hatte Lebensretter da, die das Richtige getan haben, die vor Ort waren, die gehandelt haben. Ich weiß noch, wie ich ins Zimmer reinkam auf Station und ich sofort angefangen habe zu weinen. Es ist ein riesengroßer Stein mir vom Herzen gefallen. Herr Wölfel, herzlichen Dank. Sie haben mir das Leben gerettet.